Kapitel 15. Das Monster. Überrascht wandten sich das Fukano, aber auch sein Vater, zu Flamme um, der etwas wackelig wieder aufstand. Mit einer Kralle durchtrennte er den Faden, welcher den Smaragdschlüssel um seinen Hals hielt. Mit der anderen Pfote fing er diesen auf. Die Augen des Vulpix wirkten blass, seine Stimme schwach. Dieses Emblem willst du haben. Nimmst du endlich Vernunft an? Ja, dieses Emblem brauche ich, Flamme. Für einen kurzen Moment blickte der Angesprochene den Gegenstand schwach an. Der nächste Moment war jener, welcher alles wandte. Mit aller Kraft schlug Flamme seine Pfote gegen einen der vielen Felsen dieser Ebene. Jene Pfote, welche das Emblem enthalten hatte. Sofort erhob sich grüner Staub in die Luft und Splitter flogen durch die Gegend. Der Smaragdschlüssel war zerstört. Was tust du? Bist du wahnsinnig? Dieser Schlüssel war der einzige Weg zu Terrus. Panisch rannte der Verstoßene zu den Splittern auf dem Boden, wirkungslos versuchend, diese wieder zusammenzusetzen. Sol hingegen betrachtete seinen Bruder, welcher regungslos daneben stand, doch die Augen erfüllt von einem seltsamen Funkeln. Langsam schienen kleinste Flammen seinem Feld zu entsteigen, doch diese wuchsen an, weiter und weiter. Als das Pokémon widersprach, schien seine Stimme verändert. Freu dich doch, Sackkid! Damit könnte dein größtes Problem doch gelöst sein. Schließlich wolltest du auch nicht die Blamage erleiden, dass dein eigener Sohn mehr erreicht als du. Ohne das Amulett sollten wir beide doch nicht weiterkommen, oder? Denkst du das? Oder siehst du auf einmal die Wahrheit? Verwirrt, aber ohne Antwort, blickte Sackkid auf. Terrus hat mich auf eine große Reise geschickt, um mich zu prüfen. Denkst du wirklich, dass ein Schlüssel den Forstschrein öffnet? Er ist nur ein Zeichen meines Erfolges. Aber der Erfolg schwindet nicht mit einem Gegenstand. Nein, ich hatte Erfolg und ich bin immer noch in der Lage, den Weltengeist zu treffen. Und was ich dafür getan habe, war Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit hat dir alles genommen, was du hattest. Mit Recht! Sag mir, Sackkid, hat dir jemals ein Pokémon gesagt, du seist ein Monster? Viele taten dies nicht, denn viele sahen dich so und weißt du was? Sie alle haben recht. Du bist nicht mehr. Wie kannst du dich selbst nur anblicken? Jeder Schritt, den du tust, ist ein Fehler. Dein ganzes Leben eine egoistische Lüge. Die Pokémon, denen du etwas bedeutet hast, haben dich aufgegeben, aber dir ist das egal. Denn du selber hast keine Gefühle. Hast du sie je gekannt? Oder bist du resistent gegen Moral geboren? Sag mir, Sackkid, wer bist du wirklich? Dein Dorf hasst dich für alles, was du getan hast. Mutter, das einzige Pokémon, was dich je lieben könnte, hast du hintergangen. Selbst Terrus blickt auf dich hinab und empfindet Abscheu. Langsam denke ich, dass ich nicht erwählt wurde durch die Stimme, die mich leitet, sondern als Strafe, um wieder gut zu machen, dass ich dein Sohn bin. Was zur Hölle redest du? Du bist nicht Flamme. So seltsam diese Worte auch waren, auf eine gruselige Weise musste Sol zustimmen. Was auch immer gerade vor sich ging, wirkte nicht, als wäre es sein Bruder. Nur weil er selber mich nicht akzeptiert, heißt das nicht, dass er nicht eins mit mir ist. Flamme, Inferno, ich stehe über beidem. Und nun antworte und sprich die Wahrheit, die du nicht akzeptieren kannst. Ich hab dir nichts zu sagen. Was willst du, du Wahnsinniger? Dass du leidest. Der Boden schien zu beben, als diese Worte gesprochen waren. Selbst Sackkid schien nervös, als das Feuer um Flamme mehr und mehr an Kraft gewann.
Sol, was ist das hier? Hast du Flamme schon einmal so gesehen? Nein, ich dachte... Ich hatte vorhin zwar den Eindruck, dass es ihm nicht gut geht, aber... Ich dachte, er wäre einfach gestresst. Gestresst ist gut! Hast du irgendeine Ahnung, was das sein könnte, was ihm von ihm Besitz ergriffen hat? Kurz blickte Sakit auf das Vulpix, dessen Blick nun den Wunsch nach Gewalt zeigte. So ungern ich das sagen soll, aber das ist immer noch Flamme. Aber ob er noch irgendwas von seinem Verstand übrig hat, ist die nächste Frage. In der Zwischenzeit war Schwärze alles, was Flamme umgab. Nicht der kleinste Funken erhellte das Schwarz. Er erkannte diesen Ort. Aber wo war Inferno? Bisher hatte das Vulpix ohne ihn diesen Ort nicht einmal betreten können. Warum war er überhaupt hier? Inferno? Hallo? Wo bist du? Es wirkte wie eine Stimme, doch unglaublich leise, sodass Flamme kein Wort verstehen konnte. Nun fiel ihm auch ein Licht auf. Ein winziger Funken, kleiner als ein Stecknadelkopf, direkt im Zentrum der Dunkelheit. Doch hinter diesem war ein zweites Licht. Ein kleines, rotes Licht, welches sich über die Wände ausbreitete wie Unkraut und die Stimme Infernos völlig überschallte. Eine schreiende Stimme tausender Zweifel durchhallte diesen geheimnisvollen Ort nun. Und aus dem roten Licht bildete sich ein Umriss. Flammes eigener Umriss. Du bist zu schwach. Weshalb glaubst du deiner Aufgabe, nur im Ansatz gewachsen zu sein? Wenn du es versuchst, kannst du nur scheitern. Wer zur Hölle bist du und was willst du von mir? Weitere Worte folgten. Doch sie schienen nur erstere fortzusetzen und überhaupt nicht auf Flamme zu reagieren. Verständnis ist eine Tugend. Also verstehe, dass Aufgeben das Beste ist. Inferno hat mich gewarnt, dass unsere Verbindung schwindet, weil ich den Verstand verliere. Dass ich stattdessen so etwas Sympathisches treffe, hatte ich nicht erwartet. Wieder reagierte sein Gegenüber nicht. Du hast ja wirklich keine Lust auf Gespräche. Inferno ist mir da sympathischer. Also probieren wir die andere Methode. Zum ersten Mal reagierte die rote Gestalt nun, als Flamme einen direkten Angriff auf sie schleuderte. Jedoch traf er sein Ziel nicht, sondern es verschwand einfach. Die Stimme ertönte sofort erneut, direkt hinter dem Rücken des Vulpix. Gewalt kann nicht die Wahrheit töten. Aber wenn du es versuchen willst, wird sie sich wehren. Blutrote Dornranken schossen aus dem Boden hervor, verfehlten jedoch ihren Feind, da dieser schnell genug reagierte, um dem Angriff zu entgehen. Also war es Zeit für den nächsten Kampf. Und wenn Flamme sich diesen Gegner anguckte, dann würde er lieber weiter Sakit bekämpfen. Aber er konnte sich seinen Gegner nicht aussuchen. Stattdessen musste er nun herausfinden, was genau diese Kreatur konnte. Die Ranken aus dem Boden kannte er jetzt, aber auch eine Möglichkeit, selber Schaden anzurichten, fehlte noch. Allerdings würde er ohnehin nicht schnell eine Möglichkeit finden, überhaupt einen Angriff probieren zu können. Denn die Kreatur des Zweifels ließ weitere Dornen sprießen und nahm selber eine Angriffsposition ein. Als sie sich zu teleportieren schien und ein eigenartiger Hieb sein Ziel nur knapp verfehlte, im Versuch eines Konterangriffs umgaben nun Flammen ihren Namensbruder. Und dieses Mal traf der Angriff auch. Jedoch zuckte die Kreatur nicht einmal. Eher schien sie beinahe amüsiert über den Versuch, sie zu verwunden. Sofort sprang Flamme zur Seite, um einem direkten Gegenschlag zu entgehen. Aber dieses Mal war es zu offensichtlich gewesen, denn direkt als er wieder landete,
durchfuhr ihn eine eigenartige Energie, jene einer roten Ranke. Der Angriff schien nicht wahrlich körperlichen Schaden anzurichten. Doch im Moment der Berührung schien ein Schrei durch Flammes Verstand zu hallen, wie ein schrecklicher Tinnitus, der sich weigerte, wieder zu schwinden. Was jedoch die Kreatur nicht daran hinderte, einfach weiter zu kämpfen. Es war jetzt schon eindeutig, wer in dieser Umgebung den Vorteil hatte, wer stärker war und vor allem, wer im Recht schien. Flamme war zu schwach für diesen Kampf, aber auch war er zu stark, um aufzugeben, auch mit dem schmerzenden Schrei im Verstand. Der Feind versuchte sofort einen weiteren Treffer zu landen, aber das Vulpix sammelte all seinen Fokus und versuchte das Geräusch so gut wie möglich auszublenden und weiterzukämpfen. Da die Kreatur offensichtlich nicht mit einem Gegenangriff gerechnet hatte, schaffte es Flamme sogar mit einem Krallenhieb sein Ziel zu finden. Als dieser traf, stoppte die Gestalt kurz. Ihr lebloser Blick fiel direkt auf Flamme, der sich auf einen eventuellen Überraschungsangriff vorbereitete. Dieser jedoch kam nicht. Allerdings wäre ein schlichter Überraschungsangriff Flamme deutlich lieber gewesen, als das, was tatsächlich folgte. Das war ein Angriff! Dieser Hieb war deine Stärke! Ein weiteres, schrilles Geräusch durchhallte diesen finsteren Ort. Es klang wie eine Art Lachen. Ich wusste, dass du schwach bist, doch du untertriffst meine kühnsten Erwartungen. Du bist ein Niemand. Wie könntest du jemals auch nur hoffen, etwas zu bewirken? Du hast nichts. Keine Kraft. Niemanden, der dich retten kann. Nicht den Willen. Es ist schon beinahe traurig. Komm. Erspare dir weiteres Leid und gib einfach auf. Es ist für alle besser. Nun, Flamme selber wusste, dass nicht alles stimmte, was die Kreatur sagte. Denn mindestens den Willen zu siegen hatte er noch, weshalb er auch weiterhin nicht aufgab. Erneut griff er an, erneut traf er. Doch die Wirkung war wieder dieselbe. Etwas genervt setzte also auch die Gestalt ihren Kampf fort. Du nervst! Weißt du das? Ich habe genug von deinem Übermut. Du kannst nicht gewinnen, also hör auf, es zu versuchen. Dieses Mal war es Feuer, welches den Raum erfüllen sollte. Eine seltsame Wahl. Immerhin war dieses keine sonderlich starke Waffe gegen den Feuertypen. Doch was es tat, anders als die anderen Angriffe, war, im Prinzip den gesamten Raum zu erfüllen und nahezu keine Chance zum Ausweichen zu geben. Und wieder durchzuckte Flamme Schmerz. Dieses Mal war es kein inneres Schreien, sondern ein Brennen im ganzen Körper. Selbst Feuer war bei diesem Wesen mächtig genug, um ein Feuer-Pokémon zu schlagen. Selbst für dein eigenes Element bist du zu schwach. Ich muss fast Mitleid mit dir haben. Aber nur fast. Und jetzt bleib still. Natürlich hatte das Vulpix nicht vor, dieser Anweisung Folge zu leisten. Doch als er versuchte aufzustehen, musste er feststellen, dass ihm keine andere Wahl blieb. Der letzte Angriff hatte all die Energie gekostet, die er aufbringen konnte. Seine Beine wollten ihn nicht mehr tragen. Und alles, was er bekam, war ein abfälliger Blick seines Gegenübers. Es gab nichts, was Flamme tun konnte. Und das sah er auch. Und so, ohne Handlungsspielraum, entschied er sich, zu versuchen, neue Energie zu sammeln und später einen weiteren Kampf zu versuchen. So schloss er langsam seine Augen, ließ das rote Licht schwinden und sich selber in Dunkelheit versinken. Bis er Sekunden später aufschreckte. Ein seltsamer Geruch lag ihm in der Nase und sein Kopf fühlte sich leicht an. Etwas perplex blickte sich das junge Vulpix um.
Er war wieder auf der großen Lichtung des Forstschreines. Die Kreatur des Zweifels schien völlig geschwunden. Was? Was passiert? Ist alles gut, Flamme. Entspanne dich, es wird alles gut. Mama? Das prächtige Vulnona kniete vor ihrem verwirrten Sohn. Auch der eigenartige Geruch schien von ihr auszugehen. Genauer gesagt von ihrer Pfote, in welcher ein seltsames Kraut zerdrückt war. Fühlst du dich wieder besser? Bist du wieder bei dir? Ich... Ja, bin ich. Denke ich. Gut, weißt du irgendwie, was genau passiert ist? Kurz wankte Flamme. Was genau sollte er seiner Familie nun sagen? Und diesmal... Halbwegs. Ich weiß nur, dass meine Flamme mich davor gewarnt hat, dass so etwas passieren könnte. Deine Flamme? Ja, meine Flamme. Sie ist ein Wesen in meinem Unterbewusstsein und spricht manchmal mit mir. Sein Name ist Inferno und wir sind uns beide sicher, dass er der Grund ist, aus dem ich auserwählt bin. Statt Verständnis spiegelte Ilias Blick Sorge. Allerdings schien sie ihre eigentlichen Gedanken nicht aussprechen zu wollen. Aha, also... Etwas zögerlich blickte sie auf einen Beutel, den sie dabei hatte. Er schien gefüllt mit denselben Kräutern wie jenes, welches den eigenartigen Geruch ausstrahlte und dieses freie Gefühl erschuf. Ich denke, du solltest das haben. Als Antwort erhielt sie nur einen fragenden Blick. Es ist ein Kraut namens Telizium. Falls so etwas noch einmal passiert, dann könnte es helfen, aber es ist ein starkes Halluzinogen und sehr schädlich. Nutze es wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Ich würde es dir am liebsten gar nicht geben, aber es scheint nötig. Etwas wackelig stand Flamme nun auf und nahm den Beutel an sich. Nachdem er sich kurz umblickte, stellte er eine Frage. Wo ist Vater hin? Kurz blickte sich Ilia fragend um, die genau wie Sol seine Flucht nicht bemerkt hatte. Er ist fort, um zu meditieren. Er wird als neues Pokémon wiederkehren.